drin bist, fliegst du ja nicht raus. Okay. Was ist hier hinten? Hier sind die Aatrogs. Das ist das Gebiet, auf das ich mich eigentlich am meisten gefreut habe, vom Aussehen her. Ich bin immer noch Channel 1, ne? Damn. The Swamp. Das sieht echt nice aus, finde ich. Damn, ist hier viel los. Die sammeln alle die Quest-Items, was wetten wir? Ey, erstmal ein bisschen Loot klauen. Aber die Mobdichte hier scheint nicht so gut zu sein, aber kann wahrscheinlich nicht so gut beurteilen, weil so viele Leute hier sind. Also ich finde, das sieht irgendwie nice aus. Sieht fast ein bisschen aus wie Dark Rathesia. Nur mit ein bisschen mehr Farbe. Wo ist das, der Giant? Ey, der Giant ist hier. Free Loot. Und hier sind die Captain. Hier geht's nach oben. Uff, aber die Monster sind, glaube ich, nicht so gut für Hit-and-Run-Leveln irgendwie. Sieht irgendwie nicht so gut aus, als könnte man hier Hit-and-Run machen. Okay, nice. Und wo geht's dann weiter? Die nächsten sind die Tiger. Okay. Und von der Größe her, wie groß ist das? Schau mal. Das ist schon größer als Astria, ne? Schon. Ich würde sagen, das ist größer. Wirkt auch so. Ich weiß nur bei den Aatrogs. Das Gebiet von den Viechern ist ja riesig. Okay, und wir müssen jetzt irgendwo die Tigers anfangen, I guess. Ja, wobei diese Bäume, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Die werden halt wahrscheinlich übelst in die Kamera buchern beim Leveln. Okay, das Gebiet von den Tigern ist ein bisschen offener. Ist das alles nur so? Solche engen Gänge? Weil das bei den Aatrogs auch schon so war. Gibt es da gar keine offenen Flächen bei den Mobs? Sieht irgendwie alles so aus, als wären das so enge Gebiete. Na gut, und hier sind die Krabben. Na gut, bei den Krabben ist offen. Hier ist offen. Die sind nice. Die sind nice. Das ist wie bei Mammuts quasi. Oh yeah. Die haben einen nice Spawn, aber die sind Wasser, glaube ich, oder? Die sind Water. Und direkt daneben die Pirates. Was sind die? 150? Ne, 145. Die sind aber Erde, okay. Ist auch der Giant. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und hier geht's dann unter Wasser. Kann man unter Wasser fliegen? Oh, damn. Oh, baby. Ist ja fast wie bei Genshin Impact. Damn, die Viecher haben eine nice Mobdichte. Ich fliege unter Wasser. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen an der Logik arbeiten. Aber who cares? Weil es ja auch wieder so eng ist. Ich glaube, mir gefällt das nicht so, dass es alles so eng ist. Bis auf bei den Krabben bis jetzt. Oh, hier ist sogar jemand. Oh, die sind Feuer. Müsste man hier auch hingehen wahrscheinlich. Feuer und wahrscheinlich 5 Millionen HP. 453.000, alter Schwede. 453.000, das ist echt viel. Damn. God damn, Daniel. Was kommt jetzt hier? Hier kommen noch die Naga. Ja, ist irgendwie cool. Das Unterwasserfliegen ist irgendwie nice. Feuermobs unter Wasser. True. Was für ein Element haben die? Wind. Das ist ganz schön abwechslungsreich mit dem Element, aber das ist eigentlich gut so. Also für Leute, die Element plus 10 auf der Waffe haben und andauernd wechseln müssen. Oh, hier. Wow, okay. Alter, okay.
Okay, bester Spot im Game? Kappa? No Kappa? Damn. Holy shit, hier sind so viele Monster, dass das Game nicht mal mehr lädt. Alter Schwede. Holy shit. Ich glaube, das ist einer der besten Spots. Aber die sind halt auch Level 151. Damn. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Nice. Da drüben ist die Darkon 3 Wüste. Nee, St. Morning Wüste. Nicht erkannt. Aber warum sollte man von dort aus auch hier rüberfliegen? Das wäre ganz schön crazy. Verkaufe F-Coins 100 Mio. Sind die gestiegen, oder? Achso, der verkauft F-Coins. Na, Mann, ich dachte, er kauft. Na, das geht eigentlich sogar noch. Es gab Takuya und Marcel und Bolch. Warum heute so früh? Ach, keine Ahnung, vielleicht war das erste Update dieses Jahres. Ja, stimmt gar nicht. Das erste Update für die nächsten 6 Monate heute released wurde. Okay, das kommen wir zurück. Das heißt, der ganze Rest ist jetzt alles unter Wasser, oder wie? Also muss ich jetzt hier... Oder ich kann ja trotzdem oben drüber fliegen, oder? Darf ich einem E-Sportler zuschauen, wie er sich das neue Gebiet wie er das neue Gebiet angeht? Wir wollten eigentlich den Dungeon machen. Aber... Ich weiß noch nicht wann. Ich habe auf jeden Fall auch keine Party. Ah ja, das ist jetzt alles unter Wasser, okay. Das ist fast ein bisschen viel unter Wasser, oder? Knapp die Hälfte. Aber das kann man ja ausstellen, haben die gesagt, ne? Dass man nicht sieht, dass man unter Wasser ist. Kann ich mal ausprobieren. Und zwar jetzt. Jetzt siehst du ja, dass du unter Wasser bist, aber die meinten ja irgendwie, dass man das ausstellen kann. Aber wie? Wie kann man das ausstellen? Weiß jemand, wie man das ausstellen kann? Finde ich das neue Speedset? Ja, ist ziemlich langweilig. Ich weiß nicht, ob es mich stören würde, aber ich glaube schon. Ist es das? Nein. Es sieht auf jeden Fall anders aus, wenn man Nachbearbeitung aktiviert. Was ändert eigentlich nur die Farbe? Na gut, so schlimm ist es auch nicht. Und was haben die letzten 3 Monster für Element? Wasser, Blitz und Feuer! Oh, die höchsten Monster sind Feuer. Let's go. Aber die haben wahrscheinlich auch 600.000 Leben. Einfach die Grafikqualität so schlecht, dass du nicht merkst, dass es Wasser ist. Ja, das geht ja nicht, glaube ich. Also das Ding ist ja, dass es einfach den Bildschirm verfärbt. Warum sind hier keine Monster mehr? What the fuck? Damn, Junge, wie tief das runtergeht. What the fuck? Holy shit. Einfach der Marianengraben. Ja, wie willst du denn hier leveln? Das ist ja voll ätzend mit den Bergen. Was zur Hölle war das gerade für ein Geräusch? What the fuck ist das? What the fuck ist das für ein Geräusch? The hell? What is going on? Also das Gebiet von denen hier gefällt mir nicht so gut. Ist irgendwie voll bergig. Hier ist ein bisschen besser. Oh, hier ist ein bisschen besser. Mehr Monster und weniger Berge. Die Mobs saugen dir das Leben ab. Also, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich sind schon die Monster, die das Geräusch machen. Ja gut, jetzt kommt jetzt bis das coolste Gebiet von der Grafik her kommen, weil es jetzt unter Wasser, aber rot ist. Mal schauen, wie das letzte Gebiet aussieht. Oh, das ist eine Unterwasserhöhle. Oh, das letzte Gebiet ist eine Unterwasserhöhle. The Red Sea. Damn. Yes, das ist eine Höhle.
unter Wasser. Okay, ich habe es mir etwas knalliger vorgestellt, etwas intensiver rot, aber es liegt halt daran, dass der Wasserfilter auf dem ganzen Bildschirm ist und deswegen alles so farbentsättigt aussieht. Ich wünschte, das könnte man deaktivieren. Aber die haben auch gesagt, dass man es deaktivieren kann, dass es nicht so aussieht, als wäre man unter Wasser, aber ich weiß nicht wie. Ich habe das irgendwo gelesen. Die Mobdichte hier ist halt scheiße. Wir sind halt keine Monster. Wo sind die Monster? Oder ist der Giant? Mal gucken, wie viel Leben der Giant hat. Bestimmt 20 Millionen oder so. 49,4 Millionen Leben hat der Giant. 49 Millionen. Und die Captain haben 661.000 Leben. Damn, Daniel. 49 Millionen Leben von einem Giant ist crazy. Okay, also die Viecher haben echt, oh, hier sind ein paar mehr Monster. Okay, never mind. Uff, Alter, aber hier kannst du ja nicht Hit and Run machen. Das kannst du wahrscheinlich so oder so nicht. Mhm. Nicht schlecht. Hinten bei Captain Aatrox ist es nochmal recht anders im Vergleich zu dem Teil. Bei den Smalls mit so Steinpilzen oder so. Echt? Steinpilze. Was ist ganz hier hinten in der Ecke? Gar nichts. Okay. Er ist schon cool. Kann man hier nicht rausfliegen, oder? Wäre aber noch interessant, das nochmal von oben zu sehen. Aber ich schätze mal, das geht. Oh, natürlich geht's. Das ist Flyth. Easy. Natürlich geht das. Damn. Das sieht cool aus irgendwie. Wieso ist das gerade so schnell rot geworden? Damn. Ja, stellt euch, und jetzt stellt euch vor, das wäre wie in dem Trailer mit so Wellen, dass das ganze Meer so Wellen machen würde. Das sieht actually sick aus. Tut's aber nicht. Deswegen sieht's nicht sick aus, Kappa. Ja, man fragt sich halt so, wenn man so drüber fliegt, wo sind hier die Monster oder was soll hier sein? Und dann boom, unter Wasser, alles voller Monster. Okay. Naja, gut, dann, achso, und wo ist der Dungeon? Hold up, wo ist der Dungeon-Eingang? Ist es nicht im Swamp? Ah, hier ist er. Ganz links. Da. Das ist der Dungeon. Ah, okay, das liegt wirklich daran, dass du über der Red Sea bist, deswegen ist alles rot. Okay, macht Sinn. Ho, lol. Das Wasser wird halt irgendwie nicht rot, alles andere wird rot, nur nicht das Wasser. Sieht es so aus. So sieht es aus, wenn das Spiel von 2004 ist. Hater. Vielleicht ist das Wetter abhängig mit den Wellen? Das glaube ich nicht. Ich habe nie Wetter aktiv, kann ich nicht beurteilen. Das hat safe nichts mit dem Wetter zu tun, das gibt's einfach nicht. Das haben sie einfach noch nicht gemacht. Hat nichts mit dem Wetter zu tun, das gibt's einfach nicht. Die Musik ist irgendwie viel zu chillig. Müsste man Gefechtsmusik aktivieren. Die Musik ist viel zu entspannt, wenn man bedenkt, dass das ja das Endgame-Gebiet ist. Viel zu chillig. Also ihr habt Mace. Man kann die Herrenwaffen craften, ja, das habe ich schon gehört. Bin ich auch kein Fan von. Es reduziert halt direkt wieder den Wert von den Dingern. Also ich meine nicht heute und nicht morgen, aber langfristig. Oh, was? 0,001 ist die Chance? Nein, ist sie nicht, oder? Dann wirst du niemals eine craften. Woher weiß man, dass die Chance ist? Aber woher weißt du... Alter, was geht hier ab? Ist das direkt neben der City? Ne, wo ist die City? Wo bin ich überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ah doch, hier ist die City, never mind. Ah, die Crabs. Hier ist die City. Hinter dieser Steinwand. Hui! Ja.
Das ist cool, dass da ein Loch drin ist.